Familien, die das System DDR verlassen wollen, und zwar mit einem Heißluftballon. Mich hat die Geschichte fasziniert und deswegen war mir wichtig, die Familien so frühzeitig wie möglich ins Boot zu holen. Ich bin also tatsächlich in diesem Haus gewesen, im Originalkeller, in dem auch der Originalballon genäht wurde. Das ist schon eine krasse Leistung, die da vollbracht haben. Wir haben insgesamt 2 Fesselballons bauen lassen in Originalgröße. Die wären TÜV-fähig gewesen, wir hätten mit denen fahren dürfen. Die Gondel ist 1:1 nach den Maßen gefertigt. Die Brenner, so wie sie da sind, sind 1:1 gefertigt. Der Schnitt und die Maße der Stoffbahnen sind auf einen Zentimeter genau nachgebaut worden. Es ist einfach unbegreiflich, wenn man das sieht, diese Plattform, diese 4 Stangen, diese Seile, die dazwischen gespannt sind. Es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, wie dass da nur Wäscheleine drumherum gespannt war zum Schutz. Und das hatte ich mir natürlich schon erhofft, dass wenn die Schauspieler dann davor stehen, vor diesem Monster, der 2. war 30 Meter hoch, dass dann auch dieser Respekt und diese Angst besser ausgedrückt werden kann, als wenn du vor einer Greenscreen stehst. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also unfassbar, da bist du richtig, ja, ehrfürchtig, so stehst du davor. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass sie das selbst gebaut haben, ist unglaublich. Als ich gesehen habe, wie dieser Ballon aufgeblasen wurde und wie der sich dann so hochstellt, was das für ein Riesenmonster ist, habe ich gedacht, ums Verrecken hätte ich das nicht gemacht. Wir haben echten Brenner, wir haben echtes Feuer, wir haben echtes Gas und so und Kinder. Und man dann so, okay, und jetzt willst du eigentlich nicht Regisseur sein. Super! Gut, los! Aus, danke! Okay.